بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هدى. أما بعد, حياكم الله und herzlich willkommen zum heute zweiten Unterricht. Und es ist hier die Lesung, oder es geht hier um die Lesung und die Erläuterung von dem arabischen Büchlein Al-Ajurrumiyyah. Und wir hatten beim ersten Unterricht den Einstieg gehabt und hatten über einige Themen bereits gesprochen. Und der heutige Unterricht beginnt ab Bab Ma'rifati Alamat Al-I'rab. Babu Ma'rifati Alamat Al-I'rab. Kapitel, die Erkenntnis oder das Erkennen der Zeichen des I'rab. Und über I'rab hatten wir gesprochen und was I'rab bedeutet. Und I'rab bedeutet تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. I'rab bedeutet, kurz in einem Satz, die Änderung der Endung der jeweiligen Wörter. Wann sage ich Muhammadun, wann sage ich Muhammadan, wann sage ich Muhammadin? Als Beispiel. Na, und wir beginnen jetzt mit den Alamat al-Rafa. Qala al-Musannif rahimahullah, للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. Was denn رفع angeht, رفع bedeutet, dass das Wort مرفوع ist. Und was مرفوع bedeutet, hatte ich erklärt. Und was den رفع angeht, so gibt es hierbei vier Zeichen. Ad-dammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun. Diese vier Zeichen, oder diese vier sind die Zeichen von Ar-Rafa'. Das haben wir verstanden. Also das ist jetzt der Ober- oder der Hauptsatz. Und jetzt werden wir jedes einzelne dieser vier einzeln durchgehen. Und Barakallahu fikum, das, was wir jetzt machen, werden die nächsten Minuten bedarf hoher Konzentration, weil das ist wirklich sehr viel Stoff, was jetzt kommen wird. Na, wir fangen an mit erstens. Ad-Dhamma. Qala al-Musannif, fa'amma ad-Dhammatu فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Also wir haben die vier Oberbegriffe: ضم واو ألف نون. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt bei der Dhamma. Und was die Dhamma angeht, so gibt es hierbei auch wieder vier Aufteilungen. Wo kommt die Dhamma vor und ist dann ein Zeichen für die Rafa? Erstens, ich mache das mal hier farbig. Erstens, bei Al-Ism Al-Mufrad. Al-Ism Al-Mufrad. Al-Ism Al-Mufrad bedeutet, Bismillah, bedeutet der Nomen, der im Singular steht. Der Nomen, der im Singular steht. Zweitens, Jam'u At-Taksir. Dazu kommen wir inshallah gleich.
Drittens, Jam' al-Mu'annaf al-Salim, auch dazu werden wir kommen. Und viertens, al-Fi'l al-Mudari'a. Wa amma, nein, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen und jetzt gehen wir jedes einzelne durch. Erstens, al-Ism al-Mufrad. Wir machen hier die Tafel auf. Wir schreiben Al-Ism Al-Mufrad. Al-Ism Al-Mufrad. Was ist mit Mufrad gemeint? Mufrad ist die Einzahl. Was fällt weg? Zwei Sachen fallen weg. Al-Muthanna und Al-Jam'a. Wir haben Einzahl im Arabischen, wir haben die Dualform und wir haben die Pluralform, die Mehrzahl. Die zwei letzten fallen weg. Dual fällt weg und die Mehrzahl fällt ebenfalls weg. Es bleibt also nur die Singularform. Al-Ism Al-Mufrad. Egal ob männlich oder weiblich. Ein Beispiel dafür, für den Ism al-Mufrad. Mithalun, das schreiben wir hier auf. Mithalun. Muhammadun. Mithalun. Muhammadun. Oder ein weiteres Beispiel. Aishatu. Aishatu. Das sind zwei Ism, beides Mufrad. Und beides Marfu'. Wir sagen zum Beispiel, ein Beispielsatz. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammadun ist jetzt... Was ist die Arab von Muhammadun? Wir sagen, Muhammadun ist Ismun Marfu'un. Ismun Marfu'un. Ismun Marfu'un. Wa Alamatu Arraf'i. Was ist Alamatu Arraf'? Ad-Dammatu. الظاهرة الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة على آخره. Könnt ihr das lesen? نعم. جاء محمد اسم مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. Wir sehen ganz deutlich die Dhamma am Ende. Muhammadun. Das ist eine Dhamma, Zahira, eine zu sehende oder eine offensichtliche Dhamma am Ende. Das gleiche gilt mit Aisha. Wir könnten jetzt sagen, Ja'at Aishatu. Ja'at Aishatu. Aber das brauche ich nicht schreiben. Ich glaube, das ist inshallah verständlich. Gut, das ist jetzt al-Zahira. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen, Moment, hier oben füge ich noch eine Sache hinzu. Mithal Muhammadun wa Aishatu al-Fata. Jetzt schreiben wir Ja'a al-Fata. Ja'a al-Fata. Ja'a al-Fata. Fata ist der Jugendliche. Der Jugendliche kam. Oder ich mache das mal sogar mit Harakat. Ja'a
Der Al-Fata. So. Was ist die I'rab von diesem Satz? Wir sagen Ismun marfu'un wa alamatu ar-raf'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Na'am, ala al-alif muni'a min zuhuriha at-ta'azzur. Aber das wird zu viel. Lassen wir das einfach so. Gut, wer hat diesen Satz verstanden? Wer hat diesen Satz nicht verstanden? Ja al-fata ismun marfu'un wa alamatu ar-raf'i ad-dhammatu al-muqaddara. Okay, wir haben zwei Arten von Dhamma. Wir haben einmal die zu sehende klare Dhamma, Muhammadun. Sehen wir bei Muhammad die Dhamma oder sehen wir sie nicht? Wir sehen sie, ganz klar. Jetzt bei Muqaddara bei Al-Fatah. Fatah am Ende ist, schaut mal, Barakallahu fikum, am Ende ist, wie hatten wir das hier genannt? Wer weiß das noch? Fatah, die Endung. Ah, erste Mustawa. Wo sind sie? Da sind sie alle. Genau. Alifun, Lazima. Das bleibt so. Al-Fatah, bei Al-Fatah ist es so, dass sich die Endung nicht verändert. Weil da eine feste Alif ist. Hier ist eine feste Alif. Hier. Hier ist eine feste Alif. Die bleibt immer so. Vom Äußerlichen her. Bleibt sie immer so. Jetzt kommen wir und sagen, Ja al-Fatah. Al-Fatah muss hier marfu' sein, weil das ist eine Ism. Das ist ein Ism. Wir sagen, okay, Fatah ist ein Ism und er ist ebenfalls marfu' wie Muhammadun, aber das Zeichen des Rafa' wa alamatu al-Rafa' ist die Dhammah muqaddara, die weggelassene Dhammah. Die weggelassene Dhamma, so könnte man das vielleicht ungefähr übersetzen. Also die Dhamma ist eigentlich da, aber sie kann nicht geschrieben werden wegen dem Alif al-Lazima. Dieser Alif al-Lazima lässt nicht zu, dass man diese Dhamma schreibt. Haben wir das verstanden? Aber es ist Marfu'. Es ist Marfu'. Und wir werden später noch zu anderen Beispielen kommen. Jetzt sind wir bei Marfu'. Merkt euch das, dieses Beispiel mit Al-Fatah. Ja'a Muhammadun, ra'aytu Muhammadan, ra'aytu Al-Fatah, zahabtu ila Muhammadin, zahabtu ila Al-Fatah. Es bleibt immer gleich, es ändert sich nicht. Gut. Guckt mal, Barakallahu fikum, versucht das nicht zu übersetzen. Hatte ich schon im ersten Unterricht gesagt, versucht bestimmte Wörter, die wir hier benutzen, das sind Fachbegriffe, arabische Fachbegriffe, wir versuchen sie zu verstehen, dass wir wissen, was Muqaddara bedeutet. Und ungefähr, ich versuche ja auch ungefähr, sie euch näher zu bringen, aber versteht die Wörter, Barakallahu fikum, versteht die Wörter und benutzt auch diese Fachbegriffe. Weil manchmal, es ist nicht möglich. Wie wollen wir Marfu' übersetzen ins Deutsche? Wie wollen wir Dhamma ins Deutsche übersetzen? Bestimmte Sachen gehen nicht. Es ist nicht möglich, bestimmte Sachen deswegen zu übersetzen. Deswegen versuchen wir, die arabischen Fachbegriffe zu verstehen und diese benutzen wir dann. Dhammatu al-Muqaddara. Okay, wir gehen wieder kurz zu dem Nass zurück, zu dem Buch. Also er sagte, فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. Haben wir اسم المفرد fertig oder nicht? Das ist jetzt der erste. خلاص اسم المفرد بسم الله sind wir fertig. Ich tue das mal hier unterstreichen. Das war اسم المفرد. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. وجمع التكسير وجمع التكسير.
Jetzt kommen wir zu Jama al-Taksir. Jama al-Taksir muss ich auch wieder eine neue Seite aufmachen. Ja. Wie viele Formen, bitte nicht die, die an meinen Unterrichten teilnehmen, jetzt darauf antworten, sondern die anderen. Wie viele Jumu' gibt es im Arabischen? Wie viele Formen von Jama' oder wie viele Arten von Jama' gibt es im Arabischen? Jama' al-Taksir sind wir hier. Nein. Nicht zwei. Es gibt drei Arten von Jama'. Es gibt im Arabischen drei Arten von Jama'. Und diese werden wir heute, inshallah, alle erwähnen. Das ist die erste Art. Jama' al-Taksir. Jama'u al-Taksir. Normalerweise müsste ich jetzt die anderen zwei erwähnen, damit ihr versteht, was damit gemeint ist. Jam' ist gemeint, wir hatten ja vorhin gesagt, Mufrad. Mufrad ist das, was auf die Einzahl bzw. auf den Singular hinweist. Und Jam' ist das, was auf mehr als zwei hinweist. Also drei, ab drei. Drei, vier, fünf, hundert, das ist alles Jam'. Wartet, guck mal, bevor ich das mache, ich erzähle die, oder ich, wir haben die verschiedenen Arten von Jama. Al-Jumu'. Okay. Erstens, Jama al-Muzakkar al-Salim. Jama al-Muzakkar al-Salim. Muslimun, Muslimuna. Das ist die erste. Muslimun, Muslimuna. Mu'minun, Mu'minuna. Mudarrisun, Mudarrisuna. Und so weiter. Dann haben wir hier die zweite Form. Jam' al-Mu'annath al-Salim. Muslimatun. 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 Mu'minatun, Mu'minatun. Mudarrisatun, Mudarrisatun. Dann kommt Jama' al-Taksir. Alles andere. Jama' al-Taksir. Zum Beispiel Beytun, Buyutun. Das sind diese drei Formen von Jama', die es gibt. Die erste nennt sich Jam' al-Muzakkar al-Salim. Jam' al-Muzakkar al-Salim. Das ist Jam' Mehrzahl, also Plural, Muzakkar, männlich, Salim, gesund. Muslim, Muslimuna. Das ist dann immer die gleiche Vorgehensweise. Du sagst, du nimmst dann die Einzahl, Muslimun, Mudarrisun, Muhandisun. Und wenn du dann die Jama' daraus machen willst, fügst du eine Waw und eine Nun hinzu. Die zweite Form ist Jama' al-Mu'annath al-Salim. Ich habe hier einen Fehler gemacht beim Schreiben. Jama' al-Mu'annath al-Salim. Muslimatun, Muslimatun. So, jetzt. Ist ähnlich. Also du hast dann Jama, die Mehrzahl, oder den Plural, Muannath, weiblich, und Salim, gesund. Muslimatun, Muslimatun. Du nimmst dann das weibliche, oder den weiblichen Mufrad und fügst dann
und entfernst dann die Ta al-Marbuta und fügst dann eine Elif und eine Ta hinzu. Und alles andere, was weder Jam' Muzakkar al-Salim und weder Jam' al-Mu'annaf al-Salim ist, das nennt man dann Jam' al-Taksir. Das nennt man dann Jam' al-Taksir. Beytun, Buyutun, Masjidun, Masajidu. Gut. Wir sind jetzt hier bei Jam' al-Taksir. Und Jam' al-Taksir hat auch wieder viele Unterpunkte. Das müssen wir einzeln machen. Gut, das kommen wir nicht drum rum. Bloß ich brauche hier etwas Platz. Erstens sagen wir Tagayyurun. Tagayyurun bishakl. Tagayyurun. Tagayyurun bishakl. Ich erkläre das inshallah gleich. Tagayyurun bishakl. Fakat. Zum Beispiel. Asadun. Macht hier auch die Harakat, damit ihr den Unterschied seht. Asadun und Asadun und Usdun. Asadun, Usdun. Asadun, Usdun. Gibt es hier, wenn wir uns die Buchstaben anschauen, gibt es einen Unterschied oder werden die gleichen Buchstaben und auch die gleiche Anzahl an Buchstaben benutzt? Asadun, Usdun. Asadun, Usdun. Gleiche Buchstaben und die gleiche Anzahl. Aber die Shekel unterscheidet sich. Die Shekel unterscheidet sich. Mit Shekel meine ich die Harakat. Diese sind nicht gleich. Asadun, Usdun. Das ist die erste Art von Jam' al-Taksir. Kommen wir zu der zweiten Art. Die zweite Art, sagen sie, Taghayyurun bi an-naqs. Taghayyurun bin naqsi. Zum Beispiel Tuhmatun Tuhamun. Taghayyurun bin naqsi. Tuhmatun. Tuhma bedeutet die Verdächtigung. Tuhma, wenn jemand verdächtig wird, die Verdächtigung. Die Einzahl besteht aus vier Buchstaben. Tuhmatun. Die Singularform besteht aus vier Buchstaben. Die Pluralform dagegen besteht nur aus drei Buchstaben. Und deswegen Taghayyurun bin naqs. Ein Unterschied, in dem es weniger geworden ist. Also die Anzahl der Buchstaben bei der Mehrzahl hat abgenommen. Naqs hat abgenommen. Asadun hat auch andere. Asadun, man kann sagen Asadun Usdun oder Asadun Usudun. Hat mehrere Jumu'. Naam. Diese zweite, haben wir das verstanden? Taghayyurun bin naqsi. Das ist noch recht leicht. Macht bitte barakallahu fikum auch aktiv mit, damit ich immer weiß, ob wir mitkommen oder nicht. Kommen wir zum dritten. Taghayyurun
تغير في تغير بالزيادة تغير بالزيادة zum Beispiel صنون und صنوان. Sinwun und Sinwanun. Und das kommt auch im Koran vor. Allah Ta'ala sagte, Sinwu wa ghayru Sinwan. Afwan, Sinwan wa ghayru Sinwan. Sinwan wa ghayru Sinwan. In Surat Ra'd ist das. Gut, das ist die dritte. Sinwun bedeutet Zwillingsbruder. Zwillingsbruder, könnte man sagen. Und hier unterscheidet sich der Plural vom Singular, indem die Anzahl der Buchstaben beim Plural zugenommen hat. Taghayyurun bizziyada. Und hierbei gibt es sehr viele Beispiele. Baytun, Buyutun, Masjidun, Masajidun und so weiter. Okay. Viertens. Tagayyurun. Ich mache nicht mehr diese Harakat, ist ein bisschen schwierig. Tagayyurun. Fi ash-shakli ma'a an-naqs. Sarirun. Sarirun. Sururun. Sarirun, Sururun. Was hat sich hier geändert? Was hat sich hier in diesem Fall geändert bei viertens? Die Schekel hat sich geändert und die Anzahl. Sowohl die Schekel als auch die Anzahl hat sich geändert. Sarirun und Sururun. Fünftens, insgesamt sechs, wir sind gleich durch. Ja? Fünftens, das muss einmal abgearbeitet werden. Taghayyurun fi shakli ma'a ziyada. Jetzt genau das Gegenteil. Taghayyurun fi ash-shakli ma'a az-ziyada. Zum Beispiel Batalun und Abtalun. Batalun, Abtalun. Batal ist der. Sarirun ist das Bett. Und die Mehrzahl ist Sururun. Es gibt auch eine andere Mehrzahl. Asirratun. Sarirun, Sururun oder Sarirun, Asirratun. Und hier Taghayyurun fi shakli ma'a ziyada. Batalun ist der Held. Und die Mehrzahl ist Abtalun. Also sowohl die Schekel als auch die Anzahl hat sich hier geändert. Okay, kommen wir zu sechstens. Taghayyurun fi ash-shakli ma'a الزيادة والنقص جميعا. Zum Beispiel كريم كرماء. Das ist dann natürlich auch komplett dann geändert.
Okay, das ist sechstens. Bei fünftens ist der Unterschied der Schekel und dass es mehr wurde, die Anzahl. Der Schekel und die Anzahl. Und bei sechstens seht ihr alles, alles ist anders. Bei sechstens sowohl der Schekel als auch, dass es mehr oder weniger wird. Oder Katibun oder Kutabun. Gut. Das wäre Jama' al-Taksir. Das waren jetzt auch die verschiedenen Arten von Jama' al-Taksir. Jetzt haben wir die auf einmal aufgeschrieben, dass wir sie haben. Wir gehen wieder zurück zu dem Buch. نعم قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد das haben wir gemacht وجمع التكسير das war jetzt das was wir gerade gemacht haben und jetzt kommt das dritte وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم zum Beispiel طالبة طالبات مدرسة مدرسات machen wir mal ein Beispiel wir sagen zum Beispiel طالبات Oder wir sagen Zeynabatu. Zeynabatu. Zeynabatu ist die Mehrzahl von Zeynab. Jemand sieht drei Mädchen, drei kleine Mädchen, alle heißen Zeynab, dann sagt er Ha'ulai Zeynabatu. Oder Ja'at az-Zeynabatu. Und hier ist Alamatu. الرفع الضمة الظاهرة so, das ist leicht. Das war jetzt drittens, das war leicht. Jam' al-Mu'annath al-Salim, gehen wir wieder zurück. Jam' al-Mu'annath al-Salim war drittens und jetzt kommt al-Fi'l al-Mudadi' alladhi lam yattasil bi-akhirihi shay. Al-Fi'l al-Mudadi' alladhi lam yattasil bi-akhirihi shay. Ich schreibe einfach nur al-Fi'l al-Mudadi' oder egal, schreibe mir es aus. Alladhi لم يتصل بآخره بآخره شيء ein Beispiel dafür oder nennt ihr mal ein Beispiel damit ihr ein bisschen aufwacht ein Fi'l al-Mudari' der marfu' ist. Wir wollen ein Fi'l al-Mudari' der marfu' ist. Yajlisu, okay, weiter. Yadribu, yakhruju, taf'alu, yashrabu. Na'am. Schreiben wir mal Yaktubu, Yaktubu, Yaktubu ist Fi'lun
فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. Wir wiederholen das immer wieder, diese Al-Dhammatu al-Zahiratu ala akhirihi, bis sich das richtig eingeprägt hat. Ala akhirihi. Ändern wir mal die Farbe. So. Yaktubu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu al-Raf'i al-Dhammatu al-Akhiratu al-Dhammatu al-Zahiratu ala akhirihi. طيب. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich schreibe euch mal ein Beispiel hin. Das Wort yed'u. Wie ist die Endung von yed'u? Ist yed'u marfu' oder nicht marfu'? Was sagen die anderen? Marfu'. Nee, lass mal Muqaddar beiseite. Ist yad'u. Guck mal, wenn wir sagen Marfu', was bedeutet Marfu'? Was bedeutet Marfu'? Was bedeutet Marfu'? Was verstehen wir darunter? Womit endet? Womit soll es enden? Wenn wir sagen Marfu', womit endet es? Dhamma am Ende, genau. Eine Dhamma am Ende. طيب. Guck mal, ich habe extra hier den letzten Buchstaben weggelassen. Jetzt schaut nochmal hin. Schaut nochmal hin. Endet yad'u mit einer Dhamma? Endet yad'u mit einer Dhamma? Es endet mit keiner Dhamma. Wie können wir dann sagen, es ist marfu'? Warum sagen wir, es ist marfu'? Ah, khata. Also ist es falsch zu sagen, yad'u ist marfu'. Aber yad'u ist ein Fi'l. Yad'u ist ein Fi'l. Nein, ja, ein Waw, wenn die Waw alleine steht. Aber hier, die Waw ist ein Buchstabe und er hat eine Haraka. Und das mit dem Waw, das kommt später. Oder im nächsten Beispiel, im nächsten Kapitel kommt es. Gut, also, was sagen wir? Wir sagen, yad'u ist fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu. Das ist zu groß hier. Wa alamatu al-raf'i. Was sagt ihr, was ist die alamatu al-raf'i? Was ist die Alamat al-Rafa? Was wir eben hatten, nein, lass mal Jazm. Macht es leichter. Es gibt verschiedene Arten, wie wir das jetzt sagen könnten, mit Al-Jazm, aber macht das mit diese, was wir vorhin hatten. Diese, ihr wisst schon, diese Muqaddara. Wa alamat al-Rafi, al-Dhammatu al-Muqaddaratu. Die Araber wollen immer alles beweisen, selbst bei der arabischen Sprache. Also es ist Fi'l, Mudari' und eigentlich Marfu'. Aber das Zeichen des Rafa' ist die Dhamma Muqaddara, die weggelassene Dhamma oder die Dhamma, die Muqaddara ist. Warum konnte diese Dhamma nicht stehen? Oder warum kann diese Dhamma nicht offensichtlich oder nicht klar zu sehen, oder warum ist sie nicht da? Warum wurde sie weggelassen? Sie sagen, Muni'a, wer weiß das? Iltiqa'a sakinain? Nein. Sondern Al-Thiqal, könnte man sagen, ja, aber man sagt, Muni'a min zuhuriha Al-Thiqal. Muni'a min zuhuriha Al-Thiqal. Weil es ist zu schwierig, du kannst nicht beides. Zwei gleiche
Harakat bringen. In diesem Fall. Al-Thiqal. Muni'a min wuhuriha al-Thiqal. Und man könnte dann auch natürlich was anderes sagen. Man könnte das jetzt dann, welche Art von Fi'l ist da'a yad'u Yunus? Welche Art von Fi'l ist das? Ist das eine Fi'l Salim oder welche Art von Harf ist das am Ende, was kommt? Ah, die anderen, die im zweiten Mustawa dabei waren. Harfu illa, genau, das ist eine Harfu illa. Harfu illa. Und genau, das ist dann eine Fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal. Okay, lassen wir das so stehen. Also wir merken uns, يكتبوا استفعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره und يدعو استفعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة. Guck mal, wenn ihr sagt الضمة المقدرة, المقدرة bis hier, das reicht. Mehr müsst ihr nicht schreiben. Das wäre mehr als ausreichend. Und wenn ihr dazu in der Lage wärt, das so إعراب zu machen, dass ihr sagt يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة. Dann wisst ihr etwas, was 99% der Araber, die studiert haben. Ich sage nicht alle Araber. Die Araber, oder sagen wir 95, oder sagen wir 90%, damit wir nicht übertreiben. Dann wisst ihr etwas, was mindestens 90% der Araber, die studiert haben, nicht wissen. Sie werden dazu nicht in der Lage sein, diesen Satz so i'rab machen zu können. Und ich rede hier, wie gesagt, von denjenigen, die studiert haben. Es gibt dann natürlich auch noch ein anderes Beispiel. Yaqadi. Yaqadi machen wir auch, wenn wir schon dabei sind. Auch hier schaut, barakallahu fikum, das gleiche. Yaqadi. قضى يقضي. Das ist ein Fi'l مضارع. Und der Fi'l مضارع ist was? Der Fi'l مضارع ist مرفوع. يقضي. Was ist die Endung von يقضي? Genau, ich habe es extra weggelassen. Auch wieder hier يقضي. Yaqdi ist auch wieder eine Sekunde. Was sagen wir? Wir sagen, fi'lun, ist das ein Fi'l? Ja. Fi'lun mudari'un. Subhanallah, wenn wir schon gerade dabei sind, es gab vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche, gab es den Tag, der Al-Yom Al-Arabi, Al-Yom Al-Arabiya, der Tag der arabischen Sprache. Und dann sind die ganzen Leute rausgekommen und haben geprahlt mit ihrer Sprache. Und ist ja was Gutes, kein Problem. Sprachen sind etwas Gutes. Und ich sage immer, umso mehr Sprachen man kann, umso besser. Also es ist nicht so, wie manche denken, ja, wenn man zu viele Sprachen kann, werden die anderen Sprachen darunter leiden. Nein, im Gegenteil, bei Sprachen ist es so, um mehr Sprachen man kann, umso mehr stärkt es dann auch die anderen Sprachen. Jemand kann zum Beispiel 3 Sprachen und er lernt dann eine 4. Sprache. Diese 4. Sprache, die er lernt, man darf nicht denken, dass sie dann Grund ist, dass deine anderen 3 Sprachen schwächer werden. Nein, im Gegenteil. Und subhanallah, das sieht man sehr, sehr oft. Leute, die, beste Beispiel, Deutsche. Deutsche können nur Deutsch und ein bisschen schlechtes Englisch. My name is Hans. Ihr wisst, wie die Deutschen Englisch reden. Subhanallah, wenn Deutsche Englisch redet, nach einem Wort oder nach einem Satz, weiß man, und sie sind schwach. Sie sind dann schwach in anderen Sprachen. Ebenfalls auch noch andere Völker. Andere Völker, teilweise muslimische Völker, aber ich will die jetzt nicht nennen, sind, was die Sprachen, was das Erlernen der Sprachen angeht, schwach, weil sie nur meistens eine Sprache oder 2 Sprachen können. Andere wiederum, die viele Sprachen können, dann siehst du, subhanallah, er kann so viele Sprachen und er beherrscht alle Sprachen sehr gut. Ich habe einmal vor 16 Jahren, das war das erste Mal, wo ich zur Umrah gegangen bin, 2002,
war ich in dieser Koran-Druckerei, dieser bekannten Koran-Druckerei von Medina. Und subhanallah, habe ich dort einen Mann getroffen. Ich bin mit einem Sheikh dorthin gegangen. Und dieser Mann, der konnte 13 Sprachen. Der konnte 13 Sprachen. Ich glaube, er war Inder. Dann das war schwer zu glauben. Dann hat der Sheikh zu mir gesagt, sprich mit ihm Englisch. Dann habe ich mit ihm Englisch gesprochen. Arabisch konnte er sehr gut. Der konnte gut Englisch. Damals war mein Französisch gut. Habe ich mit ihm Französisch gesprochen. Auf einmal, der konnte Französisch. Dann hat er gesagt, was kannst du noch für Sprachen? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann noch Farsi, also Persisch. Dann habe ich mit ihm Persisch gesprochen. Ich kann gut Persisch. Dann auf einmal, der kann Persisch. Und dann, er konnte noch viele andere Sprachen. 13 Sprachen, subhanallah, konnte der Mann sprechen. Und wir sind jetzt auf dieses Thema gekommen. Genau, vor einer Woche war dann dieser arabische Tag, dieser arabische Tag oder der Welttag der arabischen Sprache. Und subhanallah, die Araber freuen sich darüber, aber sie beherrschen teilweise ihre Sprache nicht. Also wir reden jetzt nicht nur von I'rab, also dass sie von I'rab. Und I'rab ist eine besondere Wissenschaft. Seit 1400 Jahren wird diese Wissenschaft großer viel, also viel Ihtimam, also viel Interesse geschenkt. Aber heutzutage die Araber, abgesehen davon, dass sie selber schwach sind, I'rab, auch wenn man mit ihnen Hocharabisch spricht, so ist es leider oft so, dass man gezwungen ist teilweise, dann auch Dialekte und Akzente zu lernen, damit die Leute dich verstehen. Na'am, yaqdi, fi'l mudari', marfu' wa alamatu ar-raf'i. Aufmerksamkeit, das Wort hatte ich gesucht. فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع. Was ist علامة الرفع? Genau, خلاص. الضمة المقدرة. Das reicht jetzt. Und dann auch wieder oben. الضمة المقدرة على الياء. Machen wir so. على. Wo müsste normalerweise die Dhamma kommen? Auf dem ياء. على الياء. Warte, da kommt noch ein anderes, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt erwähnen oder später. Nein, das erwähnen wir später. Gut, gehen wir zurück zum... Es gäbe hier noch weitere Punkte, aber das reicht erstmal. Viertens, na'am, wir haben jetzt gerade gesagt, وَجَمْعِ الْمُؤَنَّفِ السَّالِمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٍ. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Zeichen der Dhamma, des Rafa, aufwand. Zum nächsten Zeichen des Rafa. Ihr meint, die Seite größer machen, so. Schaut mal, Barakallahu fikum, damit wir kurz einen Überblick haben. Wir reden jetzt von Dhamma, okay? Aufwand von Rafa. Beim Rafa gibt es vier Zeichen. Beim Rafa gibt es vier Zeichen. Einmal die Dhamma. Oder nein, wartet. Das kommt inshallah gleich dran. Das wird uns sonst nur zu viel Zeit kosten. وَأَمَّا الْوَاوُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْرَفْعِ فِي مَوْضِعِينَ. Jetzt das zweite Zeichen von Rafa ist der Wow. Wir reden jetzt von der vom Rafa. Was den Rafa angeht, so hat es ein natürliches Zeichen. Was ist dieses natürliche Zeichen von Ar-Rafa? Muhammadun
Bintun, Talibatu, Talibatun, Muhandisun. Was ist das Zeichen? Das natürliche Zeichen, das eigentliche Zeichen, das Hauptzeichen. Das Hauptzeichen ist die Dhamma. Die Dhamma am Ende. Gut, jetzt, was den Rafa angeht, hat es sogenannte stellvertretende Zeichen. Es hat drei stellvertretende Zeichen. Es hat ein Hauptzeichen, das ist die Dhamma, und es hat drei stellvertretende Zeichen. Das nennt man An-Niyaba an-Dhamma oder Niyabatu al-Dhamma. Wir fangen jetzt mit diesen, oder wir erwähnen jetzt diese drei stellvertretenden Zeichen. Wir nennen das Kapitel. Wir nennen dieses Kapitel An-Niyabatu an al-Dhammati. An-Niyabatu an al-Dhammati. Und jetzt haben wir Al-Waw. Das erste stellvertretende Zeichen ist Al-Waw. Und was den Waw angeht, so kommt es in zwei Fällen vor. Einen Fall hatten wir schon vorhin gehabt. Muslimuna. Muslimuna. Was ist die Arab von Muslimuna? Was ist die Arab von Muslimuna? Muslimuna ist Ismun. Afun, wartet, Moment bitte. Ich habe etwas. Wir machen jetzt das erste, Al-Waw, und jetzt hier zwei Fälle. Diese Dhamma kommt in zwei Fällen vor. Einmal beim Jam' Muzakkar As-Salim, Jam' Al-Muzakkar As-Salim, und einmal bei Al-Asma' Al-Khamsa. Jam' Al-Muzakkar As-Salim, wir nehmen mal das Beispiel, was ich gerade schreiben wollte, Muslimuna. Was ist die Arab von Muslimuna? Oder was ist davon? Was ist erstmal mit Jam' Al-Muzakkar As-Salim gemeint? Ganz kurz, mit euren Worten, Jam' al-Muzakkar al-Salim. Ein gesunder männlicher Plural. Okay, gesunder männlicher Plural. Wir sagen, Ismun marfu'un wa alamatu al-raf'i. Was ist alamatu al-raf'i hierbei? Ismun marfu'un wa alamatu al-raf'i. Al-Wawu. Warum Al-Wawu? Al-Wawu. Jetzt müssen wir das noch erklären. Li'annahu لأنه جمع المذكر السالم. نعم لأنه جمع المذكر السالم. مسلمون ist ein اسم und es ist مرفوع und das Zeichen von seinem رفع ist الواو weil es جمع مذكر السالم ist. Könnte man noch andere Beispiele nennen? Muhandisuna, Mu'minuna,
Sabiruna. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt diese Nun am Ende, sie ist ein Ersatz für den Tenwin. Zum Beispiel, du sagst, wenn du sagst, ein Zahl, sagst du, Muhammadun Muslimun. Muhammadun Muslimun. Am Ende haben wir ja diese Tenwin. Und dann sagst du, Al-Muhammaduna Muslimuna. Diese Nun am Ende nennt sich Iwadun Anit Tenwin. Aber da, ich lasse das weg. Muss nicht sein. Iwadun Anit Tenwin. Gut, das war jetzt Al-Jam' al-Mudhakkar al-Salim. Jam' al-Mudhakkar al-Salim. Kommen wir zu den Al-Asma' al-Khamsa. Al-Asma' al-Khamsa sind die fünf Asma', also die fünf Nomen. Und das sind nicht irgendwelche Nomen, sondern das sind bestimmte Nomen. Die werden Al-Asma' al-Khamsa genannt. Und diese sind Abuka, Achuka, Hamuka, Hamuka, Fuka und Zu. Und Zu. Das sind die Al-Asma Al-Khamsa. الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو أبوك also dein Vater أخوك dein Bruder حموك dein Schwieger dein Schwager فوك dein Mund und ذو bedeutet صاحب also etwas besitzen. طيب نيم مي ان بايسبيل Ja'a Abuka. Warte, ich mach mal mit Harakat. Ja'a Abuka. Was ist die Arab von Abuka? اسم مرفوع وعلامة الرفع jetzt wird's interessant وعلامة الرفع علامة الرفع الواو warum الواو anstatt von was الواو wir könnten zum Beispiel schreiben الواو نيابة نيابة عن الضمة machen wir es ein bisschen ausführlich نيابة عن الضمة warum لأنه من الأسماء الخمسة groß muss ich klein machen لأنه من الأسماء الخمسة muss man viel schreiben, um das zu erklären. Wenn ihr sagen würdet, Ismun marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu, das wäre ausreichend. Das ist die Wajib. Und was darüber hinauskommt, ist Mustahab. Ist das und Erwünschte. Natürlich oben bei Al-Muslimun hätten wir auch sagen können, Ismun marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu niabatan an al-dammati li'annahu jam' al-mudhakkar al-salim. Sollen wir das hinzuschreiben? Oder? Muss nicht sein. Also ich mache manchmal ein bisschen Tanawu'.
Und wichtig ist, dass ihr bis hier, Alamatul Rafa, dass ihr immer wisst, was ist Alamatul Rafa. Wenn ihr das wisst, Alhamdulillah, dann, dann könnt ihr mehr als 90% der Araber, die studiert haben. Wenn ihr noch die Ziyada könnt, den Zusatz, dann seid ihr Professoren in dem Bereich. Dann seid ihr in diesem Bereich, seid ihr Professoren. Gut. Jetzt gibt es, könnt ihr noch, weil ihr seht, das ist anstrengend. Gehen wir zurück zum Buch. Ich wollte eigentlich, dass wir heute viel machen, aber Ajib, kommen nur langsam voran. Das Kapitel ist jetzt abgeschlossen mit Al-Waw, das haben wir gerade gemacht. Wa alamatu al-Rafa fi jam' al-Mudhakkar al-Salim Asma al-Khamsa. Na'am, qala al-Mu'allif wa amma al-Waw fatakunu alamatan للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف okay, jetzt sind wir mit dem Wow fertig. Jetzt kommt الألف. Was ist ألف? Was sagen wir zu ألف? ألف ist auch wieder die Niabe von الضمّة. Sie ist eine Stellvertretung für die Dhamma. Und wann kommt sie vor? Machen wir hier wieder eine neue Tafel auf. الألف في تثنية الأسماء. Sie kommt vor. Wie nennen wir die Dualform? Wie nennen wir die Dualform im Arabischen? Musanna. Okay, jetzt schreiben wir mal etwas. جاء المسلمان. طيب, was ist إعراب von المسلمان? Der erste إعراب, nur der Anfang. Ist es ein Ism oder ein Fi'l oder ein Fa'il? Oder ein Harf meine ich. Ein Ism oder ein Fi'l oder ein Harf? Ism, okay. Ist es ein Ism? Ist es Marfu' oder Mansub? Ist es Marfu' oder Mansub oder Majurur? Okay, ihr behauptet, es wäre Marfu'. Ihr behauptet, es wäre Marfu'. Was ist das Zeichen des Rafa? Jetzt müsst ihr, guck mal, ihr habt jetzt eine Behauptung aufgestellt. Diese Behauptung müsst ihr jetzt beweisen, weil ich sehe keine Rafa. Ismun marfu'un. Was ist das Zeichen von Rafa? Wa alamatu Rafa. Jetzt, haya, bringt eure Beweise. Qul hatu burhanakum. Wa alamatu Rafa'i al-alif. Weiter. Al-Alif, weiter. Okay, Niabatun. Okay, das ist gut. Lass uns das mit diesen Niabatun machen. Al-Alif, Niabatun. Niabatun an ماذا? An, anstatt der Dhamma. Niabatun an der Dhamma. Warum? Yalla, weiter, beweise. Li'annahu. لأنه إيش؟ لأنه لأنه مثنى. ماشي, ماخ داس ميت حركات. لأنه مثنى.
Halas, Antum Professoren. جاء المسلماني. طيب Moment, wen frage ich? Harun, hast du das verstanden? Lukas, hast du das verstanden? Khadija? Yunus? Medina? Ich mach's euch noch deutlicher. Guck mal, ich mach's euch noch deutlicher. Wartet. جاء المسلم. جاء المسلم. المسلم ist اسم مرفوع وعلامة الرفع. ما هو علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة. Das reicht. Machen wir das mal. Rot. Ja'al Muslimuna. Jetzt kommt Ja'al Muslimuna. Ja'al Muslimani. Und jetzt machen wir unten Ja'al Muslimuna. Ja'al Muslimuna. Das ist wieder Ismun Marfu'un wa Alamatu Arraf'i. Alamatu Arraf'i. الضمة ظاهرة يا زو علامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره أوكي ها فزاكتي اشتم داس فاستاتي شوش رانجليك نعم وعلامة الرفع ما هو علامة الرفع علامة الرفع الألف كناو الألف كناو الألف علامة الرفع الألف sehr gut weil es auch hier eine ألف gibt ja الله يهديكم الواو يا بارك الله فيكم ich muss euch ein bisschen aufwecken الواو وعلامة الرفع الواو guck mal hier jetzt habt ihr jetzt haben wir alles noch mal schön vor uns مفرد مثنى جمع مفرد مثنى جمع seht ihr das جاء المسلم hier ist es اسم مرفوع علامة الرفع الضمة جاء المسلمان اسم مرفوع وعلامة الرفع الألف جاء المسلمون اسم مرفوع وعلامة الرفع الواو also خلاص noch ausführlicher Geht es nicht. Okay, gehen wir zum Buch zurück. Na'am. وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِي تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ خَاصَّةً Und die Alif ist ein Zeichen des Rafa, speziell wenn die Asma Muthanna sind, wie jetzt in diesem Fall, wenn die Asma Muthanna sind. Und egal ob Muzakkar oder Muannath. Ja'atil Muslimatani wäre das gleiche. Erstmal kurz was gucken. Ein Zeichen machen wir noch, und zwar Al-Nun. وَأَمَّا النُّونُ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ
تثنيةٍ أو ضمير جمعٍ أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Okay, jetzt haben wir, was haben wir verstanden? Nicht viel, hä? Man braucht immer die Beispiele. Wir hatten die Wau gehabt, wir hatten die Elif gehabt, jetzt haben wir die Nun. Niabatu an al-Dhammati an-Nun. Fil fi'l al-Mudari'i. الفعل المضارع. طيب wir haben hier, Moment, muss ich ein bisschen rüber. Alifu al-Ithnaini. Alifu al-Ithnaini. Zum Beispiel sagst du, sagen wir, At-Talibani yaktubani. Die zwei Schüler schreiben. Alifu al-Ithnain. At-Talibani yaktubani. Was ist der Arab hiervon? Wir sagen Fi'lun Mudari'un Marfu'un Wa Alamatu Arraf'i Thubut An-Nun. Das ist sehr schwierig. Wer das davor nicht gelernt hat, wird ein bisschen schwierig, aber inshallah trotzdem müssen wir das machen. Wir haben Alif al-Ithnain. Was ist mit Alif al-Ithnain gemeint? Alif al-Ithnain ist hier, schaut, ist Yektubani, dieses Yektubani. Okay? Es geht hier um dieses Wort, Yektubani. Die zwei Schüler schreiben, beide schreiben. Yektubani, aufgepasst, barakallahu fikum, ist fi'lun, mudari'un, marfu'un. Es ist marfu'. Wa alamatu raf', das Zeichen des raf' ist thubut an-nun. Thubut an-nun bedeutet, dass die Nun steht. Dass die Nun vorhanden ist. Dass die Nun geblieben ist. Thubut an-Nun. Weil es gibt Fälle, wo diese Nun weggelassen wird. At-Talibani lam yaktuba. Dann würden wir sagen, yaktub, lam yaktuba. Yaktuba wäre dann fi'lun, mudari'un, majzumun, bilam, wa alamatul jazmi, hadfu an-Nun. Aber das kommt inshallah alles noch. Wir merken uns, At-Taliban, Yaktubani, Yaktubani ist Fi'l, Mudari', Marfu' und das Zeichen des Raf' hier ist Thubut an-Nun. Thubut an-Nun, das Stehen oder das Vorhandensein des Nun. Ha, habt ihr das? Haben wir das verstanden? Gut, wir nehmen ein anderes Beispiel. Fast das gleiche. Fast das gleiche Beispiel. Antuma taktubani. Oder lass mir das weg. Das wird
So viel. Antomatoktubani. Das ist jetzt hier ein Beispiel mit Yektubani. Wir nehmen ein anderes Beispiel, einen anderen Satz, und zwar Al-Tullabu Al-Tullabu Yektubuna. Yektubuna ist Fi'lun Mudari'un مرفوعٌ. So, ihr macht weiter. فعل مضارع مرفوع. Macht weiter. علامة الرفع وعلامة الرفع. Was ist علامة الرفع؟ نعم، علامة الرفع ثبوت النون. لا لا، وين الواو يا أم جبير؟ لا، أوكي، في ماخن gleich. علامة الرفع ist ثبوت النون. في ماخن Guckt mal, merkt euch, macht euch mal, macht mal Folgendes unten. Yektubuna, Yektubuna. So wie ich das immer mit euch mache, diese Arab-Geschichte. Wir machen mal kurz Arab von Yektubuna, komplett von dem Wort. Diese Waw al-Jama'a, guck mal, damit ihr das mal habt, diese Waw al-Jama'a, die Arab davon ist wie folgt. Waw al-Jama'a ist der Fa'il. Al-Jama'a ist der Fa'il, und wir sagen dazu Mabniyun, Mabniyun ala As-Sukun. Diese Waw al-Jama'a, warum nennen wir das Fa'il? Nee, wir sagen Fi Mahal, ja natürlich, wir könnten sagen Fi Mahal al-Fa'il, könnten wir sagen, aber wir nennen das jetzt, damit es leichter ist, Waw al-Jama'a, Fa'ilun, Mabniyun ala As-Sukun. Warum ist das die, warum ist diese Waw al-Jama'a der Fa'il? Worauf deutet es hin? Weil Yektubuna, da fehlt etwas. Normalerweise steht noch etwas da. Hier in Klammern. Genau, das deutet, diese Waw al-Jama'a deutet auf Hum. Weil normalerweise sagen wir hum yaktubuna, hum al-fa'il und yaktubuna al-fi'il. Khalas, intah al-mawdu, fertig. Aber es ist, die Araber lassen das weg, es ist versteckt, es ist nicht da. Und dann sagen wir, wa wawul jama'ati fa'ilun. Fa'ilun yadullu ala hum. Fa'ilun mabniun ala sukun. Das gleiche bei yaktubani. Yaktubani, yaktubani. Auch hier wieder, auf was deutet das hin? Wo ist der Fa'il? Oder wie heißt der Fa'il normalerweise? Huma, huma yaktubani. Naam, huma, huma yaktubani. Und hier in diesem Fall, al-alif ist dann al-alif fa'ilun. Al-alif fa'ilun. Genau, die Elif deutet auf Huma hin.
Und die Wau bei Yektubuna deutet auf Hum hin. Gut, ein Beispiel haben wir noch. Jetzt habe ich das hier zu eng gemacht. Das muss ich gucken. Ein Beispiel, Subhanallah. Das ist wichtig. Okay, ich gucke mal, wie ich das hinquetsche. Wir sind gleich fertig, also noch 5 Minuten, dann sind wir fertig. Anti tek tu bi na. Anti tek tu bi na. Afan tek tu bi na. Anti tek tu bi na. Du, also männlich, du sagst dann zu dem kleinen Mädchen, ja Hind oder ja Aisha, anti tek tu bi na. Anti tek tu bi na. طيب, fangen wir wieder an mit unsere Geschichte. Taktubina, was ist Taktubina? Fi'lun mudari'un marfu'un. Okay, jetzt seid ihr dran. Wa alamatu rafa, ma huwa alamatu rafa? Was sagen die anderen? علامة الرفع ما هو علامة الرفع احسنت لا بس مو الياء ثبوت لا شوف تكتبينا ثبوت النون احسنت نعم اوكي ثبوت النون نعم ثبوت النون أنت تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع علامة الرفع ثبوت النون خلاص das war's إن شاء الله mit النيابة النون هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد